Also diese Labyrinthteile sind ja nicht sonderlich groß, ne? 25? Aber da ich jetzt gerade so viel Energie habe, möchte ich tatsächlich doch vielleicht hier noch irgendwas Größeres wegmachen. Durch das man dann vielleicht einfacher durchkommt. Also entweder hier oder da. Ah ja, komm, dann können wir gleich den 120er nehmen. Kann zwar sein, dass sich jetzt hier gleich wieder was auftürmt. Aber no risk, no fun. Dann gar nicht. Ohne den anderen. Da war natürlich nur 75. Dann machen wir hier eine kleine. Hier die Dinger weg. Könnten wir eigentlich gleich drei so Dinger wegbauen, oder? Dann haben wir 0. Dann können wir hier unsere Energie holen. Und dann machen wir gleich mal hier so weiter. Aber es ist eine dicke Mauer. Man kann sie zwar stückchenweise abbauen, aber sie ist trotzdem zäh. Ja, wir sind durch. Oh, ein Wegweiser. Ich muss ja nicht wundern, wenn dann hier irgendwo das Lager wieder ist, ganz am anderen Ende. Ja gut, aber da haben wir jetzt wenigstens wieder ein bisschen Orientierung. Also wir sollten tatsächlich durch das Labyrinth. Wahrscheinlich eher hier durch. Ich habe mich jetzt hier hinten rumgehackt. Eigentlich ist es egal, aber hier hat es halt ganz viele von diesen 25ern. Ja, dann gucken wir mal da hinten rum. Der Weg führt weiter. Zwischen den netten Bäumen hindurch. Ich bin auf so eine Lichtung gestoßen, aber ist gar nicht so einfach hier durchzukommen. Guck mal, hier sind auch wieder dicke Bäume. Und hier sind lauter dicke Steine. Also jetzt bleibt uns tatsächlich nichts anderes mehr übrig. Alles durch die ganz, ganz dicken Brocken uns durchzuarbeiten. Ich meine, klar, hier müssten wir halt irgendwie rankommen, aber da komme ich ja so nicht dran. Da, lauter 80er, ne? Da ist jetzt viel frei geworden. Wahrscheinlich hätten wir doch hier durch sollen, hä? So als Abkürzung, aber der Weg geht tatsächlich hier, guckt mal. Da habe ich jetzt nicht so viel weggemacht, aber hier sieht man... Ah, das ist ein Riesen-Öschi. Was hat denn der? 100 nur! Gegen die kleinen 120er da. Aber hier geht's tatsächlich offiziell durch, ne? Aber wenn man die Power hat, dann kann man auch direkt hier durchbrechen. Ich schätze mal schon, dass wir hier irgendwann mal an ein Lager kommen, oder? Bis jetzt hatte doch jedes Gefilde ein Lager. Kann ja nur noch hier in der Ecke sich befinden. Oder hier oben mittig. Das wäre auch noch eine Lösung. Ich dachte gerade, wo das so aufgeploppt ist, dachte ich noch, was? Wieso führt denn jetzt der Weg schon wieder nach links? Wir wollen doch hier hin. Und das ist ja auch schon richtig schön abgegrenzt. Aber wir haben endlich das Lager gefunden. Wenigstens das. Das ist doch ein Lager. Nein, das ist nur ein Dekohaus. Es ist tatsächlich nur ein Dekohaus, aber mit ganz viel Sprit. Mit ganz viel Sprit vor der Tür. Und da ist eine kleine Hundehütte. Kaut mal hier noch ein bisschen... freimachen. Eine kleine Deko-Hundehütte. Aber scheint hier tatsächlich keine Quest zu geben. Nichts. Einfach noch ein nur ein Gefilde, was man freihacken kann. Oh, ein Turm. Schaut mal, ein Leuchtturm oder sowas. Mhm.
Aber keine Aufgabe. Keine Aufgabe. Wir können einen Leuchtturm bauen. Schaffe das erforderliche Material für den Wiederaufbau des Gebäudes heran und eröffne deine Station an dieser Location. Okay, aber es sind 3 Stufen. Das ist erst die erste Stufe. Müssen wir erst noch aufbauen. Und er ist halt wirklich hier so eingekastelt mit diesen weißen Steinen. Und der Weg führt tatsächlich genau bis an den Fuß des Leuchtturms. Ja, hier ist so ein leichter Durchgang. Da hätte ich jetzt nicht die großen Sachen hier wegmachen müssen. Man sieht ja auch, dass der Weg hier durchs Gras führt an und für sich. Ja, dann bauen wir mal noch den Turm. Das wäre dann so erstmal dann hier soweit alles gefunden, sodass wir dann anfangen können, hier ordentlich sauber zu machen. Wir haben erst 4 Kisten überhaupt gefunden. Die sind wahrscheinlich überall hier so im Schatten der großen Steine versteckt. Ja, da hinten hat es auch noch große Kohle und so. Die kann man dann noch wegräumen. Aber es gibt halt einige. Also es ist dicht mit Ressourcen bedeckt. Also wahrscheinlich soll das auch der Sinn der Sache sein, dass man einfach mal ganz kräftig wieder Ressourcen kriegt. Sie sind ja nicht so furchtbar hoch, also man kann sie ganz gut abbauen. Bäume bis 45. Auch diese Felsen, ja okay, der hat jetzt 90, aber die da, die sind jetzt 55, geht auch. Und dann halt die ganzen kleinen und dann so das ein oder andere dicke, aber gehen du das schon. Gut, dann bauen wir jetzt mal den Leuchtturm noch auf. Räumen hier ab und dann zeige ich euch zum Schluss noch, was wir zur Belohnung kriegen und wo die Kisten sind und was für Deko hier noch so zu finden ist, wenn es ein bisschen besser durchschaubar ist. der fährt ganz schön weit runter, der Schlitten. Ja klar, weil hier so der Anfang war. Okay, wir können die erste Etage bauen. Da sieht man ja auch schon, der wird ziemlich hoch. Ah, okay. Und sieht auch ziemlich, obwohl wir ihn verspauen, ziemlich alt aus. Wir holen mal die nächsten Ressourcen. Und jetzt fehlt noch das Dach. Dafür brauchen wir Glas natürlich, ja, damit das Licht oben durchscheinen kann. Und Wellpappe. Nicht Wellpappe, Wellblech. Steht ja sogar dran. Und natürlich Armaturen wahrscheinlich so als Metallbalken oder so. Hier oben so irgendwie. Und da kommen die letzten Ressourcen schon angefahren. Und dann müssen wir wenigstens nichts mehr auf dem Schlitten lassen, sondern können hier abladen. Der Bau vom Leuchtturm ist beendet. Klicke auf das Gebäude, um zu sehen, was darin hergestellt werden kann. Und jetzt gibt's eine Quest? Dein Ernst? Okay, er leuchtet auch schon. Wir können aus einem Krug und einer Schleife einen Salzstreuer herstellen, um nach Nordpass zu kommen. Wir können aus Fensterglas und einem Horoskop einen Spiegel herstellen, um, weiß ich nicht, irgendwas. Dann können wir Fisch und eine Hantel herstellen. Da haben wir auch schon welche zu Hause, aber ich habe keine Ahnung wofür. Vielleicht auch erst hier auf diesem Erdteil, nein, Landstrich, sage ich mal eher, auf diesem Landstrich irgendwie nötig. Ja, und jetzt haben wir plötzlich eine Quest. Wir blickten in die Ferne und erblickten Arnika, die urtümliche Gegend im Norden der Wolfsteppe. Etwas weiter sahen wir einen Fluss, eingehüllt in dichten Nebel. Hier sieht man keinen Fluss. Gehe nach Arnika, entferne ein paar Büsche, man kann ja gar nichts sehen, und entferne noch ein paar Steine. 5, 5. Was wäre denn, wenn ich jetzt hier schon alles abgeräumt hätte? Wobei, das ist ja nicht location-spezifisch. Man kann das ja Gott sei Dank auch immer irgendwo anders machen und dann gilt es auch.
Ja gut, da brauchen wir aber erst wieder ein bisschen Energie. Sonst geht da gar nichts. So, wir sind einmal hin und her gefahren. Das heißt, das erste Teil ist auch schon erledigt. Gut, dass ich das jetzt da hinten einreiht. Gehe nach Arnika. Und jetzt noch 5 Büsche und 5 Steine. Ich weiß natürlich nicht, ob dann auch Mini-Steine gelten würden. Das können wir mal testen. Haben wir noch irgendwo so ganz kleine Steinchen? Oder gehen nur die roten hier? Das würde ich schon gern wissen. Die kleinen waren alle hier so auf der Durchreise. Die habe ich alle schon weggemacht. Also so ganz normale Kiesel. Was hat der? Oh nein, das ist ja so ein großer. Ja gut, dann nehmen wir doch einfach die roten. Die sind auch nicht so schlimm. Die brauchen 35. So, von denen 5. Die müssen ja eh weg. Und dabei wird es ja auch schon ganz schön frei. So, ersten Part haben wir. Und jetzt brauchen wir noch Büsche. Oh ja, auch jede Menge. 1, 2. Und die brauchen auch gar nicht 4, 3. Ich denke mal, diese Büsche gehen auch. Hier. 5. Auf der Karte war auf der gegenüberliegenden Flussseite ein Fischerdorf eingezeichnet. Es war nicht leicht, sich in dem dichten Nebel zurechtzufinden. Alles, was wir sehen konnten, war das sonderbare Moosmuster auf dem Boden. Wo sollten wir hin? Es ist tatsächlich jetzt die Questreihe, die hier begonnen hätte, oder? Weil wenn wir jetzt mal auf die Karte gucken, ich glaube, sie meinen tatsächlich diesen Fluss. Diesen Fluss, über den wir rüber sind. Eigentlich hätten wir hier oben die Arnika-Quest bekommen müssen. Dann hätte es gepasst. Wir gehen den Fluss entlang. Wir kommen hier an. Und dann haben wir tatsächlich dieses rote Moosmuster hier. Dann hätten wir die Story gehabt. Warum wird das erst getriggert, wenn man das Lager fertig hat? Sehr merkwürdig. Wenn es hier in der Gegend doch nur einen Leuchtturm gäbe, mit seinem Licht wäre er Reisenden eine große Hilfe. Meine Freunde grinsten und schrien, Heureka, hier bauen wir einen Leuchtturm hin. Wir brauchen nur die nötigen Materialien hier hinbringen. Stelle Hufeisen her und stelle ein paar Rohre her und errichte die erste Stufe des Leuchtturms. Das haben wir leider schon. Ja, aber jetzt sind die doof oder was? Also für mich sieht es so aus, als ob die den Trigger falsch gesetzt haben. Das hätte alles schon vorher aufploppen müssen. Und jetzt kommt die Geschichte von dem, was wir hier freigeräumt haben. Da wir die Sachen erst herstellen müssen, wird es ein bisschen dauern. Also zumindest die Rohre, die Hufeisen, die kann man ja eintauschen. Aber die Rohre müssen wir natürlich erstmal herstellen. Wir brauchen noch ein paar Hufeisen, nachdem wir die Rohre fertiggestellt haben. Unser Leuchtturm steht ja schon, auch wenn wir jetzt erstmal einen Teil errichten sollen. Aber die 5 Hufeisen, die können wir noch kreieren. 1, 2, 3, 4, 5. Sobald wir die Materialien für das Fundament herbeigeschafft hatten, mussten wir eine geeignete Stelle für den Bau finden. Die haben wir schon gefunden, liebe Leute. Der Turm steht. Perfekt. Ach ja, wir müssen noch ein paar andere Sachen herstellen. Ich stelle den Bau des Leuchtturms fertig. Haben wir schon. Der Bau des Leuchtturms erwies sich als extrem hart. Irgendwann wünschten wir uns fast, wir hätten gar nicht erst angefangen. Doch aufgeben liegt einfach nicht in meiner Natur. Stelle ein paar Käfige her, das geht wieder instant. Und stelle Wellblech in der Blechschmiede im Eisenwerk her. Müsste da nicht stehen, in der Blechschmiede oder im Eisenwerk?
Naja. Also. Turm haben wir schon. Das geht schnell. Also erstmal Wellblech herstellen. Und dann machen wir noch ein paar Käfige. So, das ging jetzt ziemlich fix. Und deswegen können wir auch jetzt gleich schon unsere schicken Käfige herstellen. Von denen wir eigentlich Unmengen haben. Er leuchtet so hell. Wir konnten gar nicht aufhören, den Leuchtturm anzustarren. Denn der Schatten erklärte sich bereit, nach dem Turm zu sehen. Während wir die Umgebung erkundeten, der Leuchtturm beleuchtete den Weg. Zum Dorf. Ein Dorf? Ja, okay, es stand da schon ein Häuschen, ne? Wir überquerten schnell den Fluss. Doch eine wichtige Regel hatten wir vergessen. Man sollte niemals mit leeren Händen in ein unbekanntes Dorf kommen. Wir mussten umkehren und Geschenke für die Einheimischen holen. Stelle ein paar Nägel in der Schmiede her, stelle in der Schmiede Draht her. Den kann man immer mal brauchen. Und stelle in der Scheune einen Gänseeierkorb her. Ja, yeah, danke. Man hält uns wieder beschäftigt. Das sind wieder einige von diesen alten Quests, das merkt man einfach. Oh, mach mal ein bisschen ein paar Sachen. Bis gleich. Nun noch schnell den Gänseeierkorb abgeholt, beziehungsweise die. Wir brauchen 5 Stück neben den Drähten und Nägeln. Ich hoffe, es gefällt Ihnen. Wir versuchten, wirklich nur die praktischsten Dinge mitzubringen. Wir sind da, sagte dumpfes Echo und zeigte auf die Fischerhütten. Da waren Fischerhütten? Weiß gar nicht. Als wir an der ersten Hütte klopften, öffnete ein grimmiger Fischer die Tür. Er grüßte uns noch nicht einmal. Das Herz rutschte mir in die Hose. Würden wir hier auf uns alleine gestellt bleiben? Fülle deine Fischvorräte in Arnika auf. Geht bestimmt auch sonst wo. Stelle etwas Quark her und fülle deine Heidelbeervorräte auf. Wir testen das mal mit den Fischvorräten. Ja, komm, wir gucken mal. Fisch. Kann man hier Fisch herstellen? Ja. Damit gucken, ob sich da was tut. Ja, das sieht gut aus. Und Heilbeeren müssten ja hier auch ganz gut gehen. Beziehungsweise geht auch natürlich problemlos ins Kalb. 5 Hühnereierkörbe. Für einmal. Nee, das mache ich nicht. Das Heu ist mir zu wertvoll. Die holen wir uns dann ins Kalb. Das würde bestimmt auch gehen, weil da steht ja jetzt auch gar nicht, wo wir die unbedingt holen müssen. Das Problem ist eher der Quark. Wir müssen nochmal Quark herstellen und der dauert noch ein bisschen. Ich brauche Quark sowieso. Sahne haben wir schon genug. Es fehlen nur noch ein paar schlaue, arbeitende Mannen, die sich mit Butterherstellung auskennen, mit Quarkherstellung. Ich glaube, wir brechen das einfach ab und machen gleich. Und dann dürft ihr auch... Ja, komm, da mal weitermachen. Und die Butter, die Sahne, die wir gerade hergestellt haben, die machen wir dann irgendwann. Das ist so ein blödes Produktionsdingens da. Ich will ja nicht schimpfen. Wir bekommen jetzt Sachen dafür. Bretter und Ketten. Ketten. Stoffe. Nun ja. Wir haben alles beisammen. Es wird nur ein bisschen Fisch. Und schon... Oh, Neues. Ja, Neues. Glücklicherweise zeigte uns der Fischer, wo wir unsere Essensvorräte auffüllen und die Neuigkeiten aufschnappen könnten. Neuigkeiten? Doch sein verschwörerischer Tonfall machte, dass wir so schnell wie möglich weg wollten. Hier sind wir nicht gern gesehen, sagte ich zu mir selbst. Komische Geschichte ist das wieder. Man merkt, dass das so eine von den Anfängen Klondikes war. Die waren immer noch so ein bisschen sehr merkwürdig, oder? Wir betraten ein Café. Die Leute starrten uns an wie Außerirdische. Einige machten ein paar spitze Bemerkungen über Fremde. Ich versuchte, mit ein paar Schmerzen zu kontern. Was? Schmerzen? Nein, Scherzen. Oh, ne, guckt euch mal, was wir da schon wieder herstellen sollen.
Ich versuchte mit ein paar Scherzen zu kontern, doch das trat nur eine weitere sarkastische Welle los. Es war nicht leicht, ihren Respekt zu verdienen. Stelle etwas Schokolade her, um deine Laune zu heben. Iss etwas Honig, die Schokolade hat nicht funktioniert. Ja, super. Und stelle Joghurt her. Das mit dem Honigessen wird so erstmal nix. Aber Schokolade und Joghurt können wir mal in Auftrag geben. Also Schoki. Könnten wir. Ne? Schokolade ist kein Problem. Joghurt. Warte mal, halt. Blablabla. Joghurt müssen wir halt herstellen, ne? Das ist die Frage, ob hier oder drüben in groß. Oh, mein Heidelbeervorrat sieht sehr mickrig aus. Vielleicht muss ich da mal noch mal was tun. Okay. Und dann müssen wir erst Heidelbeeren ranschaffen, sonst geht da gar nichts. Wahrscheinlich sollten wir deswegen hier welche herstellen. Ja, okay, wir könnten hier eine Heidelbeere können wir herstellen, damit wir da dann hier was craften können. Mal gucken, ob wir überhaupt... Machen wir so. Also, wie gesagt, 4 Stunden dauert es, bis die 2 Joghurts dann fertig sind. Da müssen wir dann eh noch auf die anderen Sachen warten. Dann machen wir das auch gerade mal. Ich sehe auch Buttermilch, muss ich aufpassen, dass das nicht zu sehr zur Neige geht. Und dann holen wir uns dann einfach nochmal Heidelbeeren. Dauert wieder ein bisschen, bis das alles fertig ist. Noch ein bisschen Schokolade. 1, 2, 3. Ich trank meinen kalten Kaffee und dachte darüber nach, wie ich die Einheimischen auf meine Seite kriegen könnte. Wir hatten immer noch den Weg zum nördlichen Pass vor uns und konnten Hilfe gut gebrauchen. Ach, jetzt auf einmal zum nördlichen Pass? Ich dachte, wir wollten erstmal gucken, dass wir da irgendwie... Naja, den Leuchtturm haben wir ja gebaut, stimmt. Müssen wir irgendwie weiter. Dank unseres Leuchtturms fanden viele Reisende auf dem Weg zum nördlichen Pass im Tal des Flusses von Arnika einen Rastplatz. Nachdem sie unsere Geschichte gehört hatten, wollte aber niemand mehr mit den Fischern zu tun haben. Oh, jetzt wollen sie alle nach Norden, oder? Sende kostenlose Geschenke an deine Freunde und erzähle ihnen von den Fischern. Stelle ein paar Karo-Decken für die Reisenden her und eine Scheibe Käse für die, die gerade erst angekommen sind. 2x Käse und 3x Karo-Decken müssen wir herstellen und dann gibt es morgen noch ganz viele bunte Geschenke für die Nachbarn. Wir haben Geschenke verteilt, wir haben Stöpfchen hergestellt und jetzt holen wir noch 2 Rollen Käse ab. Räder, nicht Rollen. 2 Räder sogar schon angeschnitten. Und dann, so lernten wir Hope kennen. Ich kenne diese Art Leute, grinste er. Wir wollen ihnen nichts beweisen, aber wir alle müssen doch zum Pass, oder nicht? Wir nickten. Hope half uns dabei, unser Lager in Ordnung zu bringen. Er war lange durch diese Gebiete gereist und kannte sich gut aus. Stiller Schatten schenkte er einen Pullover. Na, da passt du ja doppelt rein, scherzte er. Wir waren froh, endlich jemand Nettes kennengelernt zu haben. Stelle einen Pullover her, nein, nicht nur einen, 3. Melke die Kühe, um mehr Milch zu erhalten und sammle die Wolle von den Schafen ein. Ich glaube, ihr wisst es bereits. Mag diese... Es gibt eine kleine Geschichte und damit du dazwischen was zu tun hast, stell irgendwas her. Und dann hast du das Glück, dass es wieder weitergeht. Aber das Herstellen an sich hat eigentlich nicht wirklich was mit der Story zu tun. Naja, so waren ja die Anfangsquests auch ganz oft. Und Arnika gehört halt auch eher zu diesen Anfangssachen. Das gab es dann schon recht früh zeitlich. Und das merkt man einfach. Merkt man einfach ganz genau. Also das Spiel ist ja raus seit 2013. Und Arnika kam
im April 2015 raus, aber eben auch nach Sunrise und so und Martu. Da war die Story ja, sagen wir mal, noch ein bisschen besser, ne? Aber vielleicht haben sie ja zwischendurch so einen Hänger gehabt, so nach dem Motto, ballern wir mal hier die Arbeitsquests rein oder so. Ach, ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Also gut, wir stellen das her. Wir stellen Pulli her. Ich muss halt wieder Schafe kaufen dann jetzt, weil ich keine Schafe brauche. Ich kriege so viel Wolle aus meiner Sammlung, dass es mir komplett reicht bis jetzt. Ich mache die Schafe immer nur, weil ich irgendeine blöde Quest habe. Nun gut. Machen wir. Noch ein bisschen Schafwolle und dann müsste es ja weitergehen. Vielleicht können wir ja endlich nach Nordpass ziehen. Es sei denn, es sind sonst noch irgendwelche Wünsche offen. Naja, Wolle kann man ja nie zu viel haben. Wobei ich zurzeit gar kein Wasser herstelle, muss ich sagen. Am Brunnen. So. Oha, Hope erzählte uns, dass der nördliche Pass Nordpass genannt wurde. Die Karte von Nordpass könne auf dem Markt gekauft werden, doch der örtliche Händler spricht nur den einheimischen Dialekt. Die Karte ist sehr wertvoll. Sie wurde von Hand auf Pergament gemalt. Diese Karte hält selbst schlechtem Wetter stand. Bei den ersten Regentropfen verkroch sich Hope wieder in sein Zelt. Oha, guckt mal, da haben wir jetzt ein ganz anderes Bildchen. In Eiform. Am nächsten Morgen war unser Lager überflutet. Die Flut hatte alles, was wir nicht im Leuchtturm gelagert hatten, mit sich fortgerissen. Deswegen brauchen wir jetzt Eimer, um zu schöpfen. Und wir müssen natürlich auch das Heu wieder trocken kriegen. Sende deinen Freunden Wasser, stelle ein paar Eimer her und trockne etwas Heu. Werden wir tun. So, wir haben mal wieder alles schön brav hergestellt, bis auf das Heu. Da brauchen wir 90? 50. Oh, 50. Umso besser. 50! Wo ich doch gerade so wenig Wind habe. 1, 2, 4, 5. Gemeinsam gelang es uns, das Lager an einen sicheren Ort zu verlegen. Die Aufgabe war alles andere als einfach. Die Fischer amüsierten sich über unser Missgeschick, doch sie halfen uns trotzdem beim Tragen der schweren Last. Tja, und jetzt? Ich ging auf die Fischer zu, die uns geholfen hatten, um meinen Dank auszudrücken, doch versehentlich rutschte ich aus und fiel. Sogar stiller Schatten und dumpfes Echo mussten laut loslachen, als sie mir aufhalfen und zusahen, wie ich versuchte, den Schlamm abzuwischen. Ich glaube, mit den Brettern und den Seilen haben sie mich wieder rausgezogen. Und die Socken waren hinüber. Also brauchen wir 3 neue Socken, ein paar Bretter und Seile sollen wir dann in der Scheune herstellen. 5 Stück. Dann produzieren wir mal schön brav. Da. Ja.